Die 1886 gegründete Gesenkschmiede Henrichs in Solingen-Merscheid. 100 Jahre später wurde die Fabrik stillgelegt und als Museum wiedereröffnet. Im Solinger Industriemuseum demonstrieren ehemalige Firmenbeschäftigte dem Besucher die Arbeitswelt einer Gesenkschmiede. Zentraler Produktionsraum der ehemaligen Fabrik ist die Schmiede. Hier werden die Scherenrohlinge an Fallhämmern geschlagen, wie es in der Solinger Fachsprache heißt. Ein Rundgang durch die heute noch genutzten Produktionsräume macht die Arbeitsverfahren zum Herstellen von Scherenrohlingen erfahrbar. Vor dem Schmieden erfolgt das Spalten des Rohmaterials. Beim Spalten werden 4 bis 6 Meter lange Stahlruten in kurze Stücke getrennt. Der Spalter führt die Stahlruten in die Spaltpresse ein, die das Rohmaterial in jeweils gleich lange, vorne abgeschrägte Stücke schneidet. Die Länge der Spaltstücke richtet sich nach der Größe des Scherenrohlings, der geschmiedet werden soll. Sie liegt zwischen 8 und 35 cm. In der Werkzeugmacherei stellen qualifizierte Facharbeiter spezielle Werkzeuge her, die für die Bearbeitung der Spaltstücke zu Scherenrohlingen erforderlich sind. Die Teile der Schere heißen in der Fachsprache Oberbeck und Unterbeck. Ein Beck besteht aus Auge, Halm, Gang, Gewerbe und Blatt. Das formgebende Werkzeug besteht aus Obergesenk und Untergesenk. Die Filmdokumentation zeigt die Herstellung zeitlich stark gerafft. Nach dem Erhitzen im ölbeheizten Glühofen auf ca. 1200 Grad Celsius kommt der Stahlblock unter den Hammer. Hier wird der Block zunächst entzundert. Die Form der Schere wird mit Hilfe des sogenannten Leistens, der Patrize, auf das Gesenk, die Matrize, übertragen. Der Leisten muss im Wasser abgekühlt werden, sonst wird er zu weich. Er erhitzt sich durch das Einschlagen auf ca. 200 Grad. Zum Erkalten kommt das Gesenk in Asche. Das noch grob geformte Gesenk muss der Werkzeugmacher in 8 Schritten weiter bearbeiten. Auf der waagerechten Stoßmaschine, einer Kurzhobelbank, werden die Stoßflächen des Gesenks auf das Maß gehobelt, das der Werkzeugmacher einmisst. Die Maßpunkte ergeben sich durch die Ausrichtung der Scherenaugen und des Gewerbes.
Durch das Hobeln erhält der Gesenkblock eine Schräge, damit beim Schmieden das überflüssige Material seitlich abfließen kann. Am Schraubstock arbeitet der Werkzeugmacher mit Hilfe spezieller Riffelfeilen auf dem Gesenk die exakte Scherenform, feine Verzierungen und den Schmiedekonus heraus. An der Spindelpresse überprüft der Werkzeugmacher die Paarigkeit und Maßgenauigkeit der Gesenke anhand eines Bleimodells. Dazu legt er in das eingespannte Gesenk ein Bleistück, das er mit der Presse zu einem Modell eines Scherenrohlings ausprägt. Anhand des Bleimodells kann festgestellt werden, ob Ober- und Untergesenk exakt aufeinander passen, um die Scherenrohlinge in der gewünschten Form und Größe ausschmieden zu können. Gegebenenfalls sind noch Korrekturen vorzunehmen. Dann nimmt der Werkzeugmacher an der Spindelpresse die Maße auf und überträgt sie auf das Gesenk. Nach diesem Einzeichnen oder Reißen wird das Gesenk an der Hobelbank korrigiert und parallel gehobelt. Der Werkzeugmacher muss das Gesenk härten und anlassen. Es wird im Härteofen auf ca. 820 Grad Celsius erhitzt. Nach dem Abschrecken im Wasser werden die Gesenke noch einmal auf ca. 250 Grad erwärmt oder angelassen, um Materialspannungen zu beseitigen. Das Fertigen eines Gesenks dauert je nach zu schmiedender Scherensorte zwischen 3 und 8 Tagen. Zum Ausformen der Scherenrohlinge montiert der Schmied das Gesenkwerkzeug auf dem Riemenfallhammer. Das Stellen, wie das Montieren und Einrichten der Gesenke heißt, führt ein Schmied des Industriemuseums eigens für den Film vor. Zuerst wird das Untergesenk in der Schabotte festgekeilt. Schabotte bezeichnet den Amboss des Hammers. Die eingeölten Metallkeile werden zunächst von hinten, dann von vorne im Amboss eingepasst. Nach dem Verkeilen des Untergesenks richtet der Schmied das Obergesenk im Bärgewicht, dem Fallgewicht des Hammers, ein.
Auch die Montage des Obergesenks geschieht von beiden Hammerseiten aus. Die beiden Gesenke müssen exakt aufeinander passen. Beim Festschlagen der Keile kann der Schmied den Sitz millimetergenau korrigieren. Abschließend überprüft der Schmied die exakte Montierung der Gesenke anhand probegeschmiedeter Scherenrohlinge. Am Schraubstock entgratet und kontrolliert der Werkzeugmacher den Rohling. Hat dieser die gewünschte Form, hier die einer Storchenschere, kann der Schmied mit seiner Arbeit am Hammer beginnen. Auf dem Hammer werden die auf der Spaltpresse vorbereiteten Spaltstücke ausgeschmiedet. Ober- und Untergesenk geben dem Spaltstück die Scherenform. Für jede Form sind eigene Gesenke im Schmiedehammer montiert. Die Gesenkschmiedetechnik, in den 1880er Jahren entwickelt, trug entscheidend zur Industrialisierung der Schneidwarenherstellung bei. Sie löste die mechanische Handschmiede ab und ermöglichte es, Rohware in vielzähligen Mustern und großen Stückzahlen rationell zu fertigen. Die industrielle Fertigung der Rohware war verzahnt mit deren handwerklicher Weiterbearbeitung, für die unter anderem Härter, Schleifer oder Pliester zuständig waren. Der Schmied erhitzt die Spaltstücke in dem ölbeheizten Glühofen auf ca. 1100 Grad Celsius. Die Stahlstücke kommen zwischen rotierende Drahtbürsten, die den Zunder abstreifen. Die Spaltstücke sind orange glühend, wenn sie unter den Hammer kommen. Anhand der Färbung kann der Schmied die Temperatur beurteilen. Bei dem Schmiedehammer handelt es sich um einen Riemenfallhammer. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Transmission, die bis 1956 von einer Dampfmaschine, dann von einem Diesel, seit den 80er Jahren von einem Elektromotor angetrieben wird. Die Arbeitsleistung eines Schmiedes beläuft sich pro 8-Stunden-Tag auf etwa 2000 bis 3000 Scherenrohlinge. Die Rohlinge kühlen langsam im sogenannten Tönnchen ab. Zur Weiterbearbeitung sind spezielle Schnittwerkzeuge erforderlich. Ja, Herr Berger, Sie sind Werkzeugmacher in der Gesenkschmiede Hendrichs. Sie können uns erklären, wie ein Schnittwerkzeug hergestellt wird. Ja, kann ich. Und zwar geht es folgendermaßen. Wir haben jetzt hier ein Stück Werkzeugstahl. Werkzeugstahl wird auf der Hubsäge abgesägt, auf die Länge der Schere, die ich brauche. Dann werden drei Seiten glatt gehobelt, die beiden hohen Seiten und die untere Seite. Und die vierte Seite, da wird eine Schere reingehobelt, weil beim Schmieden die Scheren ein bisschen krumm sind. Dann wird diese Fläche rot angestrichen mit roter Farbe. Die Schere wird angezeichnet. Und dann gehe ich damit auf die Bandsäge und säge diese Schere aus. Das heißt, das sieht so aus hier, nach hinten 5 Grad versetzt, damit nachher beim Schneiden die Schere besser rausfällt.
Dann bohren wir hier Löcher rein, um Stifter einzusetzen. Die Stifte sind dazu da, damit diese beiden Hälften richtig zusammenpassen. Jetzt muss ich den kompletten Unterteil, muss ich jetzt noch mit einer Feile nacharbeiten, weil ich nicht so genau sägen kann, wie die Schere nachher ausgestanzt werden muss. Wenn ich die ganze Sache fertig gefällt habe, dann gehe ich mit diesem Unterteil zur Fräsmaschine und dann wird dieser Schnitt hohl gefräst. Das heißt, ich muss bis zu der Schere alles wegfräsen, damit dieser Flügel, der beim Schmieden entsteht, damit der Platz hat, damit man die Schere sauber einlegen kann hier. Dann wird dieser Schnitt gehärtet und kommt dann auf 940 Grad in den Ofen. Anschließend bei 250 Grad wird er angelassen. Dann ist dieses Unterteil erstmal fertig. Zum Schnittwerkzeug, das ja benötigt wird zur Fertigung der Scherenrohlinge, gehört auch ein Oberteil. Wie wird nun dieses Oberteil gefertigt? Oberteil wird folgendermaßen hergestellt. Wir nehmen ein altes Gesenk. Dieses Gesenk wird umgeschmiedet. Dann wird ein Scherenbeck, der wird genau parallel geschliffen und dieses Stück Material wird im Ofen heiß gemacht. Dann wird dieser Scherenbeck eingeschlagen, damit wir erstmal die Form in diesem Oberteil haben hier. Dieses Oberteil kommt dann in die Asche, damit er langsam erkaltet und am anderen Morgen nehmen wir das raus und dann wird dieses Oberteil einfach gehobelt. Hinten um dieses Scherenauge wird das weggehobelt. Anschließend wird hier vorne dieses Stück wird im Scherenunterteil angepasst, dieses Scherenblatt, angezeichnet, schön sauber ausgehobelt und dann passend in dieses Unterteil gefällt. Dann haben wir das Ganze, sieht so aus, dann kommen dann noch Lehnstücke dran hier oben, damit wir dieses Oberteil in der Presse besser festmachen können. Dann wird dieses Oberteil gehärtet und zwar im Schmiedefeuer. Vorne wird mit Wasser abgeschreckt, hinten in Öl, weil dieses hintere Teil braucht nicht ganz so hart zu sein wie vorne. Und dann passt dieses Oberteil ganz genau in dieses Unterteil rein hier. Und somit hätten wir jetzt ein komplettes Schnittwerkzeug fertig. In einem weiteren Produktionsraum der Fabrik zeigt der Pressenarbeiter das Entgraten der Scherenrohlinge. Erster Arbeitsgang, Ausschneiden der Flügel. An der Exzenterpresse trennt der Pressenarbeiter den äußeren Grat, den sogenannten Flügel, ab. Entgraten heißt, überflüssiges Material vom Rohling abzutrennen. Es geschieht kalt. Ein Erwärmen der Werkstücke ist nicht notwendig. Für jeden Arbeitsschritt ist ein eigenes Schnittwerkzeug in die Exzenterpresse eingespannt. Mit dem Werkzeug im Bild unten wird der Gang geschnitten. Die Arbeiten an der Exzenterpresse erfordern eine große, gespannte Aufmerksamkeit. Sind die Werkstücke nicht sorgfältig eingelegt, kann das teure Schnittwerkzeug schnell unbrauchbar werden. Verschlissene Werkzeuge lassen sich durch Nachschleifen nur wenige Male aufarbeiten. Ausstanzen des Scherenauges. Der Pressenarbeiter führt auch diesen Schritt an der für die Entgratarbeiten üblichen Exzenterpresse aus. Den Abfall nennen die Arbeiter in der Gesenkschmiede Lochmäuse. Die Arbeitsleistung liegt bei 400 bis 700 Scherenbecken pro Stunde. Nach dem Entgraten werden die Scherenrohlinge kontrolliert und auf Drähten gezählt aufgezogen. Gebündelt gelangen sie in das Rohwarenlager.
Von hier aus verlassen die Scherenrohlinge die Gesenkschmiede für den weiteren heimgewerblichen oder fabrikindustriellen Fertigungsprozess, bis eine Schere in etwa 170 bis 180 Arbeitsgängen gebrauchsbereit ist.